Hallo und willkommen zurück bei Shakes and Fidget. Es hat sich auch bei mir ein bisschen was in Sachen Pets getan. Ich habe heute das Walross gefunden, was nur montags am Tage zu finden ist. Und das habe ich heute schon gemacht. Und dann habe ich ja hier noch bei den Schattenpets das Ding leider noch nicht gefunden, weil das ist nur am Montagen, aber nachts zu finden. Von daher muss ich da jetzt noch ein bisschen warten. Meine Stadtwache läuft auch noch bis 17:55. Dann werde ich die Quest, also ich habe jetzt schon so weit gespielt, dass ich eine Quest habe, wo dann der, wer war es? Genau, Schwarzwald auch dabei ist. Und dann gehe ich die Quest an und sollte da auch das Ei finden. Aber das ist noch ein bisschen hin. So, hier haben wir jetzt unsere Edelsteinsuche fertig. Können wir gleich wieder neu rausschicken und den Stein auch verkaufen, weil wir sehen, wir brauchen echt verdammt viel Platz. Ich kann euch ja mal kurz die letzten Petkämpfe zeigen, die wir gemacht haben. Es ging wie immer los um 0 Uhr. Da haben wir hier, also jetzt mit der Anzeige, mit dem Berechnen klappt schon ganz gut. Also hier haben unser Level 23er gegen Level 13er, das war reine Formsache. Und dann haben wir hier Licht gegen Licht, da hatten wir auch 29 und da hatten wir auch einen 23er Gegner, der sah schon recht stark aus und da kommen noch einige. Da dachte ich schon so, ob ich das schaffe. Aber hier war zum Glück Stufe 4. Der wird vielleicht dann auch auf den Vierer skillen demnächst und dann in ein, zwei Monaten wird er mich dann locker in die Tasche stecken, weil ich halt weiter hier, oh, der war Stufe 12, aber wir haben Stufe 18 und ein Kunde, die kann auch ausweichen, zwar nicht bei den Magien, aber trotzdem, weil es ist jetzt auch so, wir haben jetzt die Formel, sind welche im Forum gerade dabei herauszufinden, wie das genau mit den Werten für die Pets funktioniert. Und es scheint wohl so, dass es nicht linear ansteigt mit den einzelnen Stufen, also mit der Steigerung, wie schnell die auch stärker werden. Und von daher ist es, glaube ich, recht sinnvoll, irgendwann mal umzusteigen auf ein anderes Pet. Weil jetzt bei den ersten ist es irgendwie so, dass pro Level die Standardwerte etwa um einen halben Punkt ansteigen. Also auf Stufe 1 jetzt ohne den Pet-Bonus und so. Also hier, der ist einen halben Punkt schwächer wie der hier pro Level in etwa. Und hier so weiter bis bei dem sechsten Pet. Und hier ist es dann schon ein ganzer Punkt Abstand. Also von daher geht es hier dann schon ein bisschen schneller voran. Und ja, von daher muss man da echt mal sehen, wann man da sagt, okay, jetzt ist der Punkt erreicht und wir steigen mal auf das nächst höhere Pet um. Weil es dann einfach zu große Unterschiede gibt. Ja, dann hatte ich hier wieder mal den Pet Dungeon versucht und das ist ja immer noch so eine tolle Sache hier. Kundschafter ist der Gegner und ich bin Krieger. Und das ist echt total unausgeglichen. Ich bin zwar jetzt schon 5 Level über denen. Aber da geht absolut nichts. Hier haben wir jetzt mal, habe ich es dann gesagt, okay, Feuer schaffe ich vielleicht gar nicht. Probiere ich mal das Lichtpad, weil das kann ich ja auch, wenn es buggy ist und die Sommerpads jetzt auch schon zu finden sind, könnte ich es jetzt auch schon finden. Deshalb habe ich da mal ein paar Versuche gemacht. Und der erste sah nicht ganz so toll aus, wie ihr gesehen habt, aber der zweite sah schon etwas besser aus. Und da dachte ich mir so, yes, er liegt. Nein. Mit 2 Punkten überlebt. Und da dachte ich mir, okay, das kann echt nicht sein. Jetzt muss der echt liegen. Und für die, die es nicht glauben, guckt noch mal genau nach, spult das Video zurück. Das ist ein anderer Kampf. Ich habe auch mehr Leben verloren wie in dem Kampf zuvor. Aber er hat wieder mit 2 Punkten überlebt. Und das ist ja wohl echt arrr, dachte ich mir da so. Aber wie ihr jetzt schon an dem Ergebnis sehen könnt, diesmal konnte ich dem etwas mehr abgewinnen und ich habe schön gekrittet und da das jetzt auch ein bisschen übertrieben. Aber das war natürlich von mir jetzt noch ein bisschen unklug, weil jetzt habe ich hier noch eine Zitrone mehr im Inventar, die ich hier bei den Pets auch nicht verfüttern kann, weil ich ja jetzt schon hier mein Lichtpad dreimal gefüttert habe heute Morgen. Und jetzt ist es auch schon so, dass ich dann irgendwie, wenn man mal guckt, das war kurz nach 12. Und da hatte ich dann auch schon die Quest gefunden gehabt, also die Schwarzwald-Quest für das nächste Pet. Und nach meiner Misere vom letzten Mal will ich heute einfach nichts riskieren und muss heute ab 18 Uhr zwar fast noch 200 Alu runterspielen. Aber das ist mir lieber, als eine Woche zu warten,
Also eine Woche warten zu müssen auf das nächste Pad und dachte ich mir, nee, weil das geht ja mal gar nicht. Ja, hier, wie wir sehen, ausweichen, ausweichen. Wenn das nicht so oft wäre, dann würde der auch bald liegen, da schon wieder. Aber ist halt ein Kundi. Da haut er uns richtig gut runter. Und da sind wir so gut wie weg. Schade. Ja, dann habe ich hier eben gerade auch noch einen Kampf gemacht. Der sah schon ein bisschen schöner aus, aber der weicht trotzdem hier so oft aus. Das darf halt einfach nicht sein. Also vom Level her sind wir viel höher, was so ein bisschen den Glücksvorsprung relativiert. Aber natürlich die anderen Werte, da sind wir noch drunter. Und wenn ich jetzt hier noch ein Level höher wäre, dann hätte ich auf jeden Fall die 700 Leben, die uns hier fehlen, noch durch Ausdauer wieder drin gehabt. Und noch einen Schlag mehr machen können und dann wäre er weg gewesen. Also von daher brauche ich einfach dringend eine scheiß Frucht. Die kann ich aber frühestens ab 18 Uhr finden, wenn ich da meine Alu weiterspiele. Weil wenn ihr mal guckt, das Feuerpad habe ich heute erst einmal gefüttert. Und ich hoffe wirklich, dass noch was fürs Feuerpad kommt. Und nicht irgendwie noch Früchte, also hier Brombeeren, Zitronen oder Pflaumen, kann ich zurzeit überhaupt nicht gebrauchen. Erde habe ich heute noch gar nicht gefüttert und Feuer bräuchte ich. Erde ist auch erstmal nicht ganz so wichtig, aber Feuer hätte ich wirklich gerne. Da noch ein, zwei Erdbeeren. Also eine würde vielleicht reichen, denn die zweite würde ich ja vielleicht durch den Kampf kriegen. Und ich habe echt nur noch drei Plätze frei. Das ist echt verdammt eng für heute und ich kann hier jetzt nichts mehr machen. Gestern habe ich dann schon den Kürbis hier noch füttern müssen, dass ich in Ruhe meine Alu weiterspielen kann und vielleicht noch was anderes finde, weil mein Inventar einfach knüppeldicke voll war. Und viel leerer wie jetzt kann es auch nicht mehr werden, weil ich brauche immer ein Epic oder einen Edelstein, den ich mir aufheben will, um den halt ins Klo werfen zu können. Ich muss hier unten links das Kästchen immer frei haben für den Fall, dass irgendwas droppt in den Quests, sei es eine Frucht, ein Ei oder sonst was. Und ja, da ist echt nicht mehr viel drin, aber zum Glück morgen Abend um 23 Uhr kriegen wir denn einen Taschenplatz mehr. Und der wird nicht die Welt bedeuten, aber der wird schon mal etwas mehr Platz reinbringen. Und das Gute ist auch bei den Pets, heute haben wir ja Licht, was kommt. Deshalb haben wir auch so viel Lichtsachen, was wir da hier gekriegt haben. Und die nächsten 2 Tage kommt Erde und Feuer. Und das sind genau die Sachen, die uns fehlen. Und da hoffe ich natürlich, dass ich dann auch die ordentlich verbraten kann. Und die dann auch ausgeben werde, gleich nachdem sie kommen. Und eigentlich ist ja auch schon viel zu viel, was ich hier an Lichtsachen sammle, aber man weiß halt nie, ob denn irgendwann vielleicht doch mal Licht knapp wird. Wenn wir mal gucken, wir haben heute Lichttag, für die nächsten 2 Tage habe ich da genug Früchte, um die schon mal komplett durchzufüttern. Bei Brombeeren bräuchte ich spätestens übermorgen noch eine. Aber da die kriegt man ja vielleicht auch so einen Kampf auch. Von daher ist das auch erstmal relativ sicher. Und Wasser. Mal gucken. Da könnte morgen auch wieder gern was droppen. Ja, morgen noch nicht, aber übermorgen auf jeden Fall. Ja, soweit erstmal zu den Pets. Ich habe halt, wie ich schon gesagt, hier das Walross gefunden. Bei Stärke bin ich trotzdem da immer noch ein bisschen weit hinterher mit den ganzen Pets. Hier habe ich schon eins mehr, also genauso viel freigespielt, aber eins mehr halt besiegt. Da kommt gleich noch was und Feuer ist halt einfach ganz weit hinten. Von daher, und hier, der hat jetzt schon 30er Stufe. Da weiß man halt immer nicht, wo man da reingehen soll. Weil er könnte ein Pet schon mit Stufe 26 haben. Da könnte ich bei mir zum Beispiel nicht mit allem rein. Da würde ich zum Beispiel mit Erde, würde ich es absolut nicht versuchen wollen. Mit Wasser könnte ich es machen, mit Licht oder Schatten in dem Fall. Und so versuche ich halt auch immer so ein bisschen meine Kämpfe zu timen, dass man halt gegen die starken Gegner auch mit den starken Pets kämpft und die Schwachen denn so übrig hat. Was ich mir hier wirklich immer noch wünschen würde, wäre ein Wechselbutton. Dann müsste ich auch nicht immer um 0 Uhr die Kämpfe machen und Pilze dafür ausgeben. Weil dann könnte man wirklich so über einen Tag verteilt, in dem 5, die 15-Minuten-Takt können sie mir ruhig auch auf eine Stunde hochsetzen, solange wie ich das hier wechseln kann. Das wäre echt super nett. Ja. Dann können wir hier noch schnell unseren Arena-Kampf machen, um noch ein bisschen Gold zu kriegen, wenn wir Glück haben. Ja, sehr schön. Und sonst gab es hier jetzt nicht weiter was Schickes. Was wir jetzt noch machen, ist am Glücksrad drehen. Wir brauchen ein bisschen Stein. Und da haben wir schon was. Und da droppt auch nochmal was anderes. Und wir machen mal hier schnell weiter. Da ist der Rucksack voll. Tatsache. So.
Wir gucken mal. Nein, hier können wir Brüste reinwerfen. Die haben wir gerade nicht. Die drei Sachen werden hundertprozentig verkauft. Dann drehen wir nochmal schnell weiter. Nochmal Stein. Oh, sehr schön. Dann haben wir gleich. Mal gucken, dass ich unser Steinlager jetzt voll haue. Fuck! Steine ist voll. Ach, das war doof. Da hätte ich heute Abend erst später rollen müssen. Weil jetzt läuft unser Steinbau auf jeden Fall auch über. Wenn man immer alles im Video machen will. Und nochmal. Und nochmal. Ja, jetzt. Ich weiß, ich wollte. Hab gesagt, ich will viel Stein. Dann könnte ich ja theoretisch das Ding fertig pilzen. Aber das sind noch 180 Stück. Nee, nee, nee. Wenn denn vielleicht morgen. Das muss ich mir dann. Ja, kann ich jetzt auch nicht mehr abholen. Muss ich mir erst wieder dran gewöhnen, dass ich da nicht draufklicken darf. So, dann machen wir hier noch schnell den Kampf. Und gucken mal, wie es hier läuft. Schaut schon mal ganz gut aus. 9 Millionen abgezogen. Das ist ganz nett. Und im Single-Portal sind wir, könnten wir zwar noch ein bisschen stärker aus uns rausholen, besonders bei dem Glück, aber das Glück haben wir eh schon maximal, was wir hier haben können. Und so wie es aussieht, krittet er uns einfach mal locker weg. Oh, da hatten wir richtig Glück, dass wir das Ding überlebt haben. Da hat uns wirklich den Ausdauers, also hier bei den Ausdauersteinen hier, die schwarzen mit auch noch extra Intelligenz, was es dazu gibt, geholfen, noch einen Schlag mehr zu machen. Wie viel haben wir da abgezogen? War der auf 75 oder 85? Haben wir den echt 10% jetzt abgezogen? Da bin ich so ein bisschen positiv gerade überrascht von mir. Ach, stimmt, da darf ich immer noch nicht draufklicken. So, in der Gilde geht es auch noch voran. Ritterhalle ist immer noch schön am Ausbauen und ansonsten sind wirklich alle aktiv. Ihr seht hier, keiner rot. Super toll, bin ich echt froh drüber. Und ja, in den Videos hat ja einer gefragt, ja, wie ist es, wenn ich hier rein will bei euch für Aufholjäger? Na klar, ihr müsst am besten maximal Alu spielen und Sammelalbum ordentlich pushen, immer Mount und Tränke drin, denn es ist schick. Also hier hatten wir einen Aufholjäger, der hat ja erst vor kurzem angefangen, hier am 22.01. Das sind so ziemlich genau 3 Monate. Und ihr seht, der ist jetzt schon 358. Und das würde es natürlich heißen, den könntet ihr versuchen zu schlagen, da schneller zu sein, weil er hat ja noch gespielt, wo es keine Pets gab. Und ihr habt jetzt die Pets, die auch noch XP geben, die eure Attribute mehr pushen. Wir haben jetzt eine höhere Ritterhalle wie damals. Von daher wäre es auf jeden Fall möglich, schneller zu leveln wie im Check hier. Ja, und bald überholt er auch die anderen, die schon länger dabei sind. Mal gucken. Wir hatten ja auch noch einen Aufholjäger, die irgendwie letztes Jahr angefangen hat. Wo haben wir sie? Ist jetzt ja nicht mehr dabei. Doch, hier oben. Die hat am 2.1.2015 angefangen, also so guten vor einem Jahr in etwa, und ist halt jetzt auch schon gut dabei. Aber ist von den Leveln halt nicht so viel der Unterschied. Aber da wurde ja jetzt echt die Levelkurve geändert, von daher geht das einfach rucki-zucki zurzeit. So, und wir gehen jetzt auch mal rucki-zucki auf den nächsten Server und da gibt es einen Gildenkampf. Den gucken wir uns mal kurz an. Und der war kurz, würde ich sagen. Kurz und erfolgreich. So muss das sein. Da können wir uns gleich nochmal melden zum Angriff und zur Verteidigung. Da haben wir die Stadtwache fertig. Und machen auch mal schnell noch ein Kämpfchen. So, wer hat uns denn hier angegriffen? Hier habe ich noch ein paar Sachen gewonnen gehabt. Und irgendwer meinte, dass gestern hier mich einer öfters angegriffen hat. Und das sehe ich jetzt auch. Da hatte ich gar nicht drauf geachtet gehabt. Dann nochmal vielen Dank, dass ihr da aufgepasst habt. Da gucke ich gleich nochmal in die Gilde und muss ihn jetzt hier auch natürlich nicht zum Gildenleiter ernennen, sondern wieder zum normalen Mitglied machen, weil du gegen die Regeln verstoßen hast. Ist nicht böse gemeint, aber so ist das. Muss ich mal gucken, hat der Räuberhauptmann auch gegen mich gewonnen? Muss ja hier fettrot sein. Nö. Sehe ich hier auch nicht. Von daher, ich hatte ja angekündigt, verliert man denn auch erstmal sein Offiziersrang. Aber es sind trotzdem einige, die gewonnen haben. Hier 6 Stück. Gucke ich mal, ob das stimmt. Eins, zwei. Ah, nee, der zählt nicht. Zwei, der auch nicht. Drei, vier, fünf, sechs. Ja, das waren sie gewesen.
Sechs Leute haben gegen mich gewonnen. Wir haben jetzt sechs Offiziere in der Gilde. Das war erstmal ein sehr schönes Event und ich würde mal sagen, das wiederholen wir mal nächsten Monat nochmal. Von daher könnt ihr euch jetzt auch alle darauf vorbereiten und vielleicht auch genau in die richtige Richtung skillen, weil gegen Level 1 Gegner kämpft man ja anders wie gegen Gegner, die jetzt eine höhere Stufe haben, weil man muss zum Beispiel jetzt nicht so doll auf Rüstung achten. Da reicht halt der Wert, das hier maximal steht, also 10, 25 oder 50. So wie hier 20 Glück reichen eigentlich völlig aus und mehr braucht ihr da auch nicht, also auch kein Glückstrank oder so. Ist da alles nicht so wichtig, ja? Die Zauber dann. Und was haben wir hier Schönes? Gar nichts. Das ist auch mal schön. Können wir unser Gold sparen. Und die Stadtwache wieder anhauen. Können wir was skillen? Ich könnte aus Dauer skillen, das mache ich auch. So. Ich habe ja gesehen, da waren einige, die haben nur mit ganz knapp ein bisschen Leben überlebt. So, und ich mache hier auch gleich noch einen Kampf. Ja, warum? Kein Kampf. Warum mache ich, gehe ich hier nicht in die Ehrenhalle und mache darüber ein paar Kämpfe? Weil ich dadurch auch in der Ehrenhalle wieder aufsteigen würde, wenn ich gewinne. Und meistens gibt es da eh nicht so viel Gold. Und dann können mich andere Leute wieder abfarmen. Den gucke ich mir mal hier an. Auf dem Schnelllauf. Oh, 16 Gold gewonnen. Sehr schön. Und ich bin jetzt erstmal so froh, dass ich hier ein bisschen abgestiegen bin. Und wir haben ja auch ordentlich Gold. Wir haben jetzt noch 1,5 Tage Zeit, um hier ein bisschen Gold zu kriegen. Vielleicht reicht es doch noch. Aber wir können uns dann eh nicht leisten, die nächste Festung zu bauen. Und naja, müssten wir dann vielleicht noch irgendein Gebäude zwischenschieben. Vielleicht so ein, zweimal hier so ein Arbeiterquartier bauen. Dann geht das beim nächsten Mal auch zügiger voran. Angegriffen wurden wir nicht. Wir können ja nochmal hier in die Kämpfe reingucken. Nee, da war nichts mit Festungsabwehr oder so. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Montag. Schaut euch Game of Thrones an. Ist eine tolle Sache, glaube ich. Und natürlich, wenn ihr alt genug dafür seid. Aber da gehe ich mal von aus, weil mein Vokabular ist ja auch nicht jugendfrei. Und sonst muss ich euch leider sagen, dürft ihr nicht weiterhin zuschauen. Und wenn, dann nur ohne Ton. Ja, in dem Sinne, bis morgen für die, die alt genug sind.